Seid gegrüßt, ihr grausamen Richter des Plattengerichts. Hier ist Simon, euer Plattenanwalt. Heute mit 666 Platten aus der Hölle. So jedenfalls soll eine lockere Serie lauten, dass ich hin und wieder mal hier Schallplatten vorstelle aus dem Hardrock- und Heavy-Metal-Bereich. Heute geht es insbesondere um Neuveröffentlichungen 2021 und 2022. Wir arbeiten uns da so ein bisschen durch. Es wird immer etwas härter bis zum Ende. So habe ich das hier sortiert, diese Schallplatten heute. Und wir legen auch gleich los mit der Band Neptune Power Federation. Das Album ist gerade erschienen in 2022. Das vierte oder fünfte Studioalbum, glaube ich. Wir reden hier von Musik im Bereich des, ich nenne es einfach Schweinerock, breitbeiniger Hardrock mit in diesem Fall etwas, ja, wenn man sagen, psychedelischen Einschlag. Und was vielleicht auch noch besonders hier an der Truppe ist, dass wir eine Sängerin haben. Das ist in diesem Genre vielleicht eher selten. Das Cover gibt dann auch schon so ein bisschen die Marschrichtung vor. Wenn man genauer hinschaut, hat hier der Amor Tattoos von Motorhead. Ja, und von AC/DC Dirty Deeds am Start. Ja, mit Dirty Deeds geht dann auch so, also mit dem AC/DC-Riff geht auch der erste Song dann los. Typisch für diese Band, relativ lang der erste Song, mit einer schönen psychedelischen Einlage. Das Cover und das Artwork ist gestaltet, soweit ich das weiß, von einem Tätowierer. Wir haben dann hier auch nochmal eine Tätowierer-Situation und er tätowiert der Frau die ganzen Liedernamen auf den Leib, die dann auch nochmal hier in dem Inlay auch nochmal dargestellt sind als jeweiliges Tattoo. Kann man sich ja überlegen, hübsche Sache. Hinten dann nochmal so gestaltet mit der Combo dabei. Und auch hier kann man eben das für die Sängerin typische, den Kopfschmuck sehen. Immer ein aufwendiger Hut, wie sagt man ja. Die Pressung ist toll gelungen, klingt richtig wuchtig, da ist richtig was drin und die gibt es nur als schwarzes Vinyl, soweit ich weiß, bisher direkt bei Cruz del Sur bestellt, dem Label, was man übrigens sowieso mal immer machen kann, wenn man bei Discogs nicht so richtig weiterkommt und die Preise da steigen und so, kann man ruhig auch mal einfach bei den Labels gucken, in deren Webshop, manchmal gibt es da noch was erheblich günstiger als bei so manchen Händler auf Discogs. Corrosion of Conformity. Gut, das ist jetzt kein neues Album. Das Album ist 94 erschienen, gab es damals nur als US-Pressung und eine brasilianische Pressung, habe ich mal vorhin nachgeschaut, die sehr, sehr teuer sind. 600 Euro muss man da jetzt hinlegen für eine Originalpressung. Macht nichts, denn diese Reissue schafft wirklich würdige Abhilfe. Toll gemacht, das Ganze in einem Gatefold-Cover. So, ein bisschen neues Artwork, soweit ich das gesehen habe. Nämlich hier die ganzen bedruckten Inner Sleeves, gab es wohl früher nicht. Wir haben hier auch die vierte Seite bespielt im Vergleich zur Originalpressung. Da ist nur drei Seiten bespielt. Die vierte Seite ist hier mit Bonustracks versehen. Auch hier schön bedruckt alles. Sieht gut aus. Ich habe jetzt nur die schwarze Fassung. Was heißt schon? Aber die schwarze Fassung gibt es auch in Farbe. Verschiedenen farblichen Ausführungen, Orange und so weiter, passt bestimmt auch gut. Diese klingt jedenfalls sehr gut, die schwarze Pressung. Und ja, die farbigen sind dann auch schon wieder recht dreimal so teuer oder so. Hier kommt man mit unter 30 Euro für die Doppel-LP davon. Noch jedenfalls können wir vorstellen, dass die auch rasch steigen wird im Preis, würde ich schnell zugreifen, wenn das eure Sache ist. Habe ich was zu dem Genre gesagt? Nein. Das ist Stoner Rock. Kann man sagen, ein bisschen doomig, Southern Rock, macht Spaß, die Platte, aus schönes Album aus den 90ern. So, diese Band, ich spreche sie mal ARD aus, ARD, das spricht einen an, kennt man vielleicht, nein, hat ja gar nichts damit zu tun mit dem Fernsehsender, sondern eine englische Band, ein Projekt eines Musikers, der sonst woanders tätig ist, weiß ich gar nicht genau wo. Wir reden hier vom Bereich Doom, Rock, Gothic Rock und zwar mit einem starken und Epic, mit einem starken, ja, wie heißt das, ja, sakralen Chören, wie man sie vielleicht auch von Ghost her kennen, aus den Intros.
Deswegen eignet sich diese Platte wunderbar, vielleicht zum Ausklingen eines Ghost-Abends, zum Beispiel eines Konzerts oder wenn man vorher ein bisschen Ghost gehört hat. Da passt die vielleicht ganz gut zu. Ist etwas ruhiger, natürlich längst nicht so catchy Songs wie Ghost, sondern mehr so sphärisch. Und macht richtig Spaß, ist schön gemacht. Und vor allen Dingen auch die klingt hervorragend. Da kann man richtig schön abtauchen. Auf Prophecy erschienen, auch ein schönes Label. Auch direkt kann man da im tollen Webshop auch bei denen direkt bestellen, wenn man möchte. Jawohl. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Veröffentlichung, die mich eigentlich sehr gefreut hat, aber komme ich dann gleich zu. Leider nicht gut klingt auf dieser Pressung. Hangman's Chair, eine französische Doom-Gothic-Band. Und dieses Album klingt, also die Musik klingt fein, ist so wie mittlere Zeit der Type Negative. Gefällt mir sehr gut. Ist auch alles schön gemacht vom Artwork her. Auf Nuclear Blast. Mit Einlegern, mit Fotos. Alles gut gemacht. Und was mir eigentlich auch sehr gut gefällt, sehr, sehr große Buchstaben der Seiten. Da muss man nicht lange suchen, auch wenn es mal ein bisschen dunkler schon im Zimmer ist. Weißes Vinyl, ja. So, aber die klingt halt sehr schlecht. Ich habe es noch mit digital nochmal gegengehört. Die ist einfach, die digitale Version diese Vinyl-Version klingt flach. Wohingegen die digitale Version dynamischer ist. Ja, es ist bei diesem Sound natürlich sowieso so, der ist eher breiig und so weiter, das ist schon klar. Aber da fehlen einfach die Spitzen bei dieser Pressung, bin ich sehr unglücklich drüber. Man merkt es sofort, wenn man sie auflegt, da klingt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich habe natürlich auch mal irgendwie nochmal abgewischt und die Nadel sauber. Nein, daran liegt das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es sich das ändert, wenn ich die wasche. Schade ist das, weil es eigentlich eine tolle Musik ist. Und ich glaube auch nicht, dass die anderen Pressungen, die es gibt, nämlich eine andere farbige und eine, die im Dunkeln leuchtet, dass die besser klingen. Die schwarze gibt es nicht, womit man das vielleicht vergleichen könnte. Ich glaube, da hat Nuclear Blast einfach mal leider nicht so toll das gemacht. Naja. Leider nichts, worauf man jetzt momentan ausweichen könnte. Spillage. Album aus 21. Bei mir diese Woche erst reingekommen und bin ich sofort von hellauf begeistert. Das ist Heavy Doom Rock, also mehr im Bereich Heavy Metal als im Bereich Rock, auch doomig. Leute kommen aus dem Umfeld von Trouble, klingt dann auch dementsprechend ein bisschen ähnlich. Aber was es hier besonders unterscheidet, ist eben die Heaviness und vor allen Dingen dann die Orgel obendrauf. Die klingt auch super und kommt fast in jedem Song auch zum Einsatz. Und ja, und es rifft toll, das Album. Richtig gute Sache. Geht gleich richtig ins Ohr. Und das Cover ist natürlich, ja, passt sowieso. Wir haben einen kleinen Einleger dabei. Und was ich halt dann zeigen wollte, das schöne blaue Vinyl. Das dann ja auch zum Albumcover farblich ganz gut passt. Gibt es noch in anderen Farbversionen. Ich habe hier halt die blaue. Und die passt richtig gut. Das macht Spaß. Morgul Blade. Das ist dann schon eher Death Metal, mit allerdings einem starken epischen Einschlag, mit Growl-Stimme, aber dagegen über dann auch so eine Waldschrat-Stimme, die da singt. Also ziemlich verschroben, hat einen ziemlichen, kann man sagen, Nerd-Faktor auf jeden Fall, das Album. Hier das Bild hinten von der Combo, ja, in Lederklamotten, im Schnee, genau, so soll es sein. Das zweite Lied ist der Hammer, gibt es auch ein tolles Video dazu, werde ich dann in dem Kanal unten wohl nochmal dazufügen. Und ja, was soll man dazu sagen? Gitarren klingen so ein bisschen teilweise wie bei Sentence auf der Amok, finde ich super. Tolles Album, macht richtig Spaß und auch in einer tollen Pressqualität. Das Album ist was ist das denn hier? Auch aus 21 gibt es nochmal in Lila. Ich hingegen habe hier die einfache schwarze Version. Und die klingt sehr gut. Morgul Blade.
Ja, sollte man im Auge behalten. Die ist gestern erst bei mir reingekommen, einmal nur durchgehört, aber ich bin sofort hellauf begeistert. Maule, ich weiß noch nicht, wie man es sonst aussprechen soll, keine Ahnung, sind Kanadier. Und wir bewegen uns hier im Bereich der frühen Iron Maiden, mit ein bisschen, also mehr Dreck noch dabei, wie der Paul Di'Anno, eher so ein Gesang und viel Power. Und Twin-Gitarren, treibender Bass, treibendes Schlagzeug, so wie eben wir das auch von Maiden her kennen. Und wer Maiden nicht mehr hören kann, der sollte hier mal ruhig reinhören, denn das lohnt sich. Wollte ich noch sagen, Schlagzeug, genau, auch kaum Double Bass. Iron Maiden, glaube ich, verwenden gar keine Double Bass. Hier ist kaum welche dabei, trotzdem ist gerooft und drückt richtig super. Tolle Aufnahme auch, mit so einer tolle Pressqualität. Maule. So, Einleger finde ich immer gut. Da kann man richtig was mit anfangen. Und dann dafür dann die gefütterten Inner Sleeves. So sieht sie aus. Bei mir die schwarze Version. Gibt es auch nur in Schwarz, soweit ich das jetzt sehe. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingssänger, Rob Halford, mit seinem Projekt Fight. Die ist aus 93 original erschienen. Ich habe hier die Reissue, die jetzt gerade 22 erschienen ist. Gibt es in anderen Farben. Ich habe hier die schwarze Variante. Das Album, ja, ist früher ein bisschen an mir vorbeigegangen. Zu der Zeit 93, da war ich dann doch eher so im ganzen Hardrock und Stoner und so weiter mehr unterwegs und hatte mit Priest ein bisschen Pause eingelegt. Und deswegen, und das war mir dann auch irgendwie, ja, passte gerade nicht so. Warum muss jetzt Rob Halford oft mal so klingen wie Pantera von Gitarre und Schlagzeug und so. Aber jetzt so rückblickend ist das eine tolle Sache, mal wieder zu entdecken, das Album. Und dann eben auch wirklich preiswert als Reissue, die toll klingt, jetzt hier zu kriegen. Früher, ja, die 93er Pressung geht bei 170 Euro jetzt los bei Discogs, habe ich mal nachgeschaut. Also da ist man doch hier günstig bedient in dieser Fassung und damit hat man wirklich Spaß. Also lohnt sich wirklich mal wieder zu entdecken, das Album, wer es lange nicht mehr gehört hat. Cooles Teil. So, jetzt werden wir etwas schwärzer. Sarke, der Gesang erinnert ein bisschen an Tom Warrior von Celtic Frost bzw. Crypticon. Und deswegen, das bringt auch die Schwärze in dieses Album. Ansonsten würde ich sagen, ist es so reduzierter Melodic Death Metal, aber wirklich reduziert. Es ist aber melodisch. Es gibt eine Orgel, die aber nicht kirmesmäßig drauf loslegt und kleistert, sondern sehr dezent eingesetzt ist und für viel Atmosphäre sorgt. Tolles, also Album angeschwärzter Death Metal. Tolle Sache. So sieht sie aus. Die ist 21 erschienen, gibt es auch in anderen Farben. Gold habe ich mir hier notiert, bedrucktes Inner Sleeve, der Combo drauf. Jawohl, und noch ein weiterer Gemix. Hier gibt es noch einen Aufnäher, zum Beispiel für die Robe. Ein kleines Poster. So soll es sein. Klingt super, die Pressung. Richtig atmosphärisch. Ich habe hier die weiße marmorierte. Ja. Kommen wir dann zum Schluss. Da muss ich jetzt den Namen natürlich vorlesen, kann man nicht lesen, wie bei solchen Bands typisch. Worm, wie der Wurm. Das ist ja eine doomige Death Metal Walze, wie wir es vom Bolt Thrower her kennen. In einer eher richtig eitrigen Produktion, aber auch psychedelische Hintergrundsounds und Effekte dürfen da nicht fehlen, was das Ganze wirklich ein bisschen besonders macht. Ich habe mir so gedacht, ja, hier treffen Bolt Thrower auf Type O Negative, also wenn man mal einfach mal was sagen will, wie sich das anhört. Von innen bedruckte Hülle finde ich auch gut, in grün. Unterstreicht nochmal so ein bisschen den eitrigen Eindruck hier. Da kommt nochmal auf dem Inner Sleeve der Doom nochmal so ein bisschen zum Vorschein. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal das Psychedelische vielleicht in der Gestaltung. Wir haben ein Poster.
ja. Wenn ihr das mal in Augenschein nehmen wollt. Jawohl. Und zuletzt, wie sieht die Platte aus? Das finde ich also sensationell. So eine habe ich sonst noch nicht gehabt. In diesem gepunkteten irgendwie Design. Das könnten Totenköpfe sein. Könnte auch Alter sein. Man weiß es nicht. Aber das sieht toll aus und klingt auch toll, muss ich wirklich sagen. Die einzige, die hier heute unter diesen vielen Alben abstinkt im Klang, das war leider die Hangman's Chair. Das hatte ich ja schon deutlich gesagt. Ja, liebe brutale Richter, wenn ihr denn hier nur eine Platte in die Freiheit entlassen wollt, aus dem Plattenladen raus, ins Regal, dann würde ich doch mein Plädoyer für die Starke einlegen. Und ich hoffe, es hat euch etwas gefallen, ihr habt euch unterhalten gefühlt und würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Euer Plattenadvokat Simon. Ciao.